Schließe deine Augen. Löse dein Bewusstsein von deinem Alltag, aus dem du kommst. Gönne dir den Raum und die Ruhe, den du jetzt einnimmst. Spüre deinen Brustkorb, wie er sich hebt und senkt bei deiner Atmung. Du atmest ein und du atmest aus. Bei jeder Ausatmung lässt du Spannung aus deinem Körper frei. Bei jeder Einatmung atmest du Kraft und Energie. Du atmest ein und du atmest aus. Entspanne dich in diesen Zustand hinein. Wisse, du bist getragen und gehalten. Erlaube dir selbst, deinen Raum auszudehnen. In die Weite hinein, die angenehm für dich ist. Jetzt in diesem Moment gibt es nichts für dich zu tun. Deine Gedanken ziehen wie Wolken an dir vorbei. Ruhig und friedlich wird es in dir. Setze deinen Bewusstseinsfokus auf deinen Körper. Dein Körper, der der Anker ist hier in dieser materiellen Welt, in diesem materiellen Raum. Dein Körper hat sich hier in diesem Raum materialisiert, sich zur Verfügung gestellt als Schale für deine Energien, die hier in diesen Raum hineinströmen möchten. Dein Körper ist ein heiliges Gefäß, in das deine authentischen Energien einströmen möchten, um hier in diesem materiellen Raum sich Ausdruck zu verleihen. Dein Körper ist dein heiliges Gefäß. So öffne dich mehr und mehr. Entspanne dich in deinen Körper hinein. Gib deine Muskeln frei. Atme tief in deinen Bauchraum hinein und lass die Luft von sich aus wieder ausströmen.
So stell dir vor, du legst dein ganzes Sein in deinen Körper hinein, in dieses heilige Gefäß. Dein Körper ist voller Liebe zu dir. Er ist hier, balanciert aus, speichert deine Erfahrung, hält für dich bereit, lässt frei, wenn du so weit bist. Dein Körper wirkt mit dir, wirkt mit deinem Bewusstsein. Dein Körper ist dein heiliges Gefäß, das deine hohen Energien, deine Frequenzen auffängt hier in diesem materiellen Raum. Durch ihn kommen deine Seinsenergien zum Ausdruck. Hier findet Heilung statt. Hier findet Integration statt. So verbinde dich wieder voll und ganz mit deinem heiligen Gefäß, mit deinem Körper. Nach und nach wird dein Körper weicher, öffnet sich, entspannt sich. So lege dich in dich selbst hinein. Gib dich hin an dich selbst. Hier bist du mit dir. Hier in diesem Moment, jetzt verbindest du deinen Geist mit deinem Körper. Ihr seid eins, miteinander und füreinander. So erlaube dir selbst, deinen Körper mehr und mehr zu öffnen, so dass er das heilige Gefäß werden kann, das er ist. Spüre nun, wie durch dein Herztor deine Geistenergien hineinströmen. Hier in deinen Körperraum sich verteilen, bis hin in jede einzelne Zelle deines Körpers. Du selbst bist Beobachter dieses Prozesses.
Entspanne dich in diesen Moment hinein. Genieße die Verbindung, die nun stattfindet. Hier bist du mit dir, in Frieden, in Gelassenheit, in Verbindung, in Begegnung mit dir selbst. Spüre die Energien, die durch deinen Körper fließen bis hin in jede einzelne Zelle. Nehme deinen Körper wahr als das Gefäß, das diese Energien aufnimmt, durch sich strömen lässt. Hierher in diesen materiellen Raum transportiert. Nehme die Dankbarkeit wahr, die in diesem Moment als Geschenk für dich bereit liegt. Tauche ein in dieses Gefühl und dehne dich aus in deinen Raum. Komme langsam zurück in dein Alltagsbewusstsein. Nimm all die Erfahrungen mit, die du eben gemacht hast. Und erinnere dich an die Zeit und an den Ort, an dem du dich befindest. Spüre deinen Brustkorb, wie er sich hebt und senkt bei deiner Atmung. Du bist wieder angekommen im Hier und Jetzt. Wenn du soweit bist, dann fange an, dich langsam zu bewegen und deine Augen zu öffnen.